Tschio, moin Freunde, was geht? Ich hoffe, es geht euch allen gut und willkommen zu einem weiteren Stadion-Vlog von mir. Jetzt hier schnell noch eine Pizza holen, bevor die lange Reise losgeht. Hier habe ich meine Pizza, Quattro Formaggi. Mega lecker, die Pizza. Wie ihr seht, komme ich gerade vom Straßburg-Spiel. Und für mich geht jetzt direkt gleich weiter nach Holland. In 20 Minuten ist 1 Uhr. Ich war gerade beim Straßburg-Spiel und fahre jetzt die Nacht durch nach Holland. Hoffentlich schlafe ich im Zug noch ein paar Stunden. Ab nach Holland. Ich war noch nie dort. Mein erstes Mal alleine. Okay, mal gucken. Die Nacht durchfahren. Let's go. Hoffentlich schlafe ich ein paar Stunden. Angekommen in Holland, in Utrecht. Dieser Bahnhof sieht aus wie ein Flughafen. Schau dir das an. Wie ein Flughafen. Jetzt muss ich umsteigen und dann nur noch ungefähr eine Stunde fahren nach Rotterdam. Genau, hier nach Rotterdam. Die Reise nach Holland war echt angenehm. Im Zug bin ich immer eine halbe Stunde eingeschlafen, dann wieder aufgeschaltet, wieder eine halbe Stunde geschlafen. Ging ja eigentlich. Und hier mein Starbucks-Kaffee. Diese Stadt heißt einfach Gouda. Wie Käse Gouda. Rotterdam. Was geht? Heute um 1 Uhr nachts losgefahren. Jetzt ist 9.30 Uhr, pünktlich, ohne Verspätung. Alter, was eine verrückte Reise. Ich weiß es nicht, aber irgendwie in Holland sehen die Bahnhöfe aus wie Flughäfen. Schaut euch das an. Wie Flughafen. Und so musst du hier raus in Holland. Zack. Wieso geht's nicht auf? Fuck. Ach so, ich musste mein Zugticket hier scannen und dann ging's auf. Das heißt, du kannst hier nicht schwarz fahren. Du musst Tickets scannen, dann bist du drinnen. Das heißt, im Zug gibt es keinen Kontrolleur. Ah, geil. Central Station, der Bahnhof von Rotterdam. Wetter, Bombe, Aussicht hinter mir, gigantisch. Schon ein ziemlich cooler Bahnhof. Und hier ganz viele Skylines. Da wieder einer. Heute ist der letzte holländische Spieltag, Eredivisie. Feyenoord Rotterdam. Holländischer Meister versus Vitesse. Oder wie man auch immer ausspricht. Schaut euch dieses Gebäude an. Auch ziemlich gigantisch. Schon ziemlich geil. Und diese Umgebung auch der Wahnsinn. Ganz viele Restaurants hier. So sieht die Straßenbahn in Rotterdam aus. Da ist der Logo von Rotterdam. Feyenoord. Eine Statue. Und hier kannst du ganz schön gemütlich entlang laufen bis zum Hafen. Schöner Vibe. Heute ist Sonntag. Alles geschlossen. Ruhe für mich. Ruhetag. Ich habe echt keinen Plan, was ich jetzt hier in Rotterdam mache. Ich bin einfach hergekommen und hab mir ein Fußballticket geholt, mehr nicht. Dieses Fußballticket habe ich vor 4 Tagen geholt, auf spontan. Und ich bin planlos hierher gekommen. Planlos, planlos, ging mein Plan los. Extra eine Straße nur für Fahrradfahrer. Seht ihr das? Nur für Radfahrer. Und da sogar Ampel. Für Radfahrer. Man kann hier einfach ins Wasser reinlaufen. Und da vorne ein sehr riesiges Schiff. Was steht da drauf? Holland America Line. Heißt das, dieses Schiff geht nach Amerika? Wow, geil. Ich bin seit 20, 30 Minuten hier in Rotterdam und diese Stadt hat mich schon gecatcht. Gleich hinter mir ist die Erasmusburg. Eine sehr berühmte Brücke hier in Holland. Die kennt, glaube ich, jeder. So schön. Hier schön sitzen und den Vibe genießen. Die Sonne scheint so herrlich. Wunderbar. Hier gibt es ein Boottaxi. Steigst ein Boot ein, bringt dir bis zur anderen Haltestelle. Ganz ehrlich, ich mag den Vibe hier. 20 Kilometer nördlich von Rotterdam gibt es eine Küste, Strand, Meer. Kannst du schwimmen gehen, wenn du Bock hast. Diese Stadt ist nicht langweilig. Wisst ihr wieso? Schaut euch das an. Jedes Gebäude sieht anders aus. Ehrlich, wirklich. Sehr, sehr kreativ. What the hell is this? Oh my God. That's me. Haha, sehr, sehr geil. Sehr außergewöhnlich. Einfach mal gegoogelt, für was ist Rotterdam bekannt. Da steht's, für moderne Architektur. Kein Wunder, warum das alles so ziemlich geil aussieht. Dafür ist Rotterdam bekannt. Wenn du Museum liebst, wenn du Architektur magst, wenn du Parks magst, dann bist du hier in Rotterdam genau richtig. Guck mal, was ich gespottet habe, Südkurve München. Stimmt ja, du kannst ja in Holland ganz legal smoken. Das hier ist die Preisliste. Und er zeigt mir jetzt ein bisschen Cannabis. Kannst du ganz legal holen. Sehr schön. Das, what this? Amnesia Haze. Okay, okay, nice. Ich möchte erst mal riechen. Guck mal. Boah.
Alles gut? Ja, nice. Okay. Bleib schon groß. Ja. Ich weiß jetzt nicht, hat Holland Sonntag Ruhetag? Weil ich kann hier am Sonntag ganz normal einkaufen. Na? Kurz Wasser holen und raus. So zahlst du. Wunderbar. Und raus. Dieser Weihnachtsmann sieht ein bisschen pervers aus, ne? Und Leute, Finger weg von Drogen, Zigaretten und Alkohol. Nicht nehmen. Ganz spontan hier einen Kaffeeladen entdeckt. Und jetzt trinke ich hier einen Kaffee. Das ist es. Flat White, der Wipe. Gleich da vorne Stadtmitte. Und jetzt trinke ich so schön. Aber ich glaube, am Hafen wäre besser gewesen. Der ist echt gut, Mann. Der ist wirklich sehr gut. Da hinten habe ich meinen Kaffee getrunken. Das ist die Stadtmitte und ich sehe hier sehr viele Bars, Restaurants, Pubs. Ich glaube, Nachtleben ist hier richtig geil. Ich habe meine Frage beantwortet. Am Sonntag hat Holland keinen Ruhetag. Hier wird gearbeitet. Alles hat offen. Krass. Egal, wohin du gehst. Wirklich, wortwörtlich an jeder Straßenecke überwältigt diese Architektur dich oder mich. Schaut euch das an, Alter. Das ist der Wahnsinn. Diese Stadt ist doch verrückt, Mann. Ich bin erst seit einer Stunde hier und schon habe ich so viel gesehen. Aber das war nur ein kleiner Teil. Ich war nicht mal hinter der Brücke. Ich war nicht auf der anderen Seite. Ich war nicht in Chinatown. Hier gibt es sogar Chinatown. Oh mein Gott. Ein Tag reicht nicht. Dieser Vibe. Hier so sitzen, was zu essen. Mit dem Ausblick. Und Architektur, wie immer. Wow. Heute mal halt voll gesund. Jetzt geht's ab ins Stadion mit der U-Bahn. Ich muss hier mein Ticket scannen und dann geht's zur U-Bahn-Station mit dem Aufzug. Türslide. Diese U-Bahn-Station hat Drip. Ehrlich, schau dir das an. Eine sehr große U-Bahn-Station. Und modern. Den Haag. Dort gibt's eine Küste, Strand, Meer. Jetzt sind wir da. Was steht da? Aggressive Kraien, also aggressive Vögel, die vielleicht mich angreifen könnten. Da ist das Stadion. Auf Deutsch die Badewanne. Original der Tube. Gebaut 1937. Ein sehr altes Stadion. Und Kapazität 51.000. Das Stadion heißt der Tube. Und somit ist das Stadion das zweitgrößte Stadion in der Niederlande. Ajax Amsterdam hat das größte Stadion in der Niederlande mit 55.000 Plätzen. Ich würde sagen, gehen wir rein. Ich bin jetzt drinnen. Hier gibt es sehr viele Essenstände. Hier kannst du Patat holen. Keine Ahnung, was das ist. Und was ich ziemlich krass finde, ist für Auswärtsfans. Diese Rohre, siehst du? Damit sie geschützt sind vor Feyenoord-Fans. Das finde ich krass. Da kommen die Auswärtsfans rein. Da vorne ist der Gästeblock und dann ins Stadion. Das Stadion sieht von außen optisch wirklich Schrott aus, würde ich sagen. Er ist auch ein ganz altes Stadion. Schau dir das an. Schrott ist das falsche Wort. Zu viel Gerüst, zu viel Metallstange. Wisst ihr, was ich meine? Sieht aus wie eine Baustelle. Aber von innen sieht es bestimmt richtig geil aus. Das hier meinte ich, das sieht so billig aus. Wisst ihr, was ich meine? Seht ihr das? Aber ja, ist Geschmackssache. Hier wird noch ein bisschen DJ gespielt. Gute Atmosphäre vom Spiel. Dann gehst du hier durch. Da gibt es Snacks, eine Bar. Und gleich da vorne ist das Stadion. Echt ziemlich geil. Wie VIP. So, ich bin jetzt da durch. Okay, sehr viel Gerüst. Eine Sache stört mich jetzt gerade echt. Warum sind da Netze? Aber von innen sieht es echt viel geiler aus. Hier kann man sich Kaffee holen. Irgendwie voll Bock auf Kaffee. Holen wir mal Kaffee. Kaffee und die nette Dame hat mir noch Twix gegeben, umsonst. Normal kostet es was. Nett. Das ist ein richtiger Americano, finde ich geil. Und meine Tasche haben sie nicht weggenommen, sie haben nicht mal einen Blick reingeworfen. Und mein Platz für heute, genau hier, da ist die Kurve und der Gästeblock hinterm Tor, ganz oben, da. Aber diese Netze, warum, weiß ich nicht. Und da oben, eine Choreo, wow, geil. Die Netze sind dafür da, dass man nichts reinwirft. Logisch, ich glaube, Feyenoord-Fans sind richtig asozial. Ohne Grund haben sie das gebaut. Es gab bestimmt einen Vorfall oder so. Die Spieler machen sich warm. Die Kurve füllt sich langsam. In 15 Minuten ist Anpfiff. Und diese Architektur. Boah, schon ziemlich einzigartig.
beste Club in Niederlande ist Feyenoord. In dem Sinne, ein geiles, in diesem Block da vorne, da steht jeder. Und bei mir hier sitzt jeder und es ist sehr eng hier. Aber irgendwie von der Kurve, ganz wenig Stimmung, fast gar nichts. Sechste Spielminute, erster gefährliche Angriff von Tenor. Da sind sie doch, endlich. Tenor spielt wie ein Meister. Jetzt singt das ganze Stadion. Wahnsinn. Stimmung ist da. Zwölfte Spielminute, Feyenoord dominiert das Spiel ganz klar. Abseits, irgendwie keine Stimmung hier, kommt gar nichts, wirklich, so still. Schaut euch das an. Feyenoord ist so gut, aber Stimmung fehlt, wo ist Stimmung? Keine Stimmung, Stimmung. Jetzt! Nach 10 Sekunden war es das auch schon. Das ganze Stadion singt. Genau so stelle ich es mir vor. Feyenoord beim Kicken zu zugucken. Die spielen attraktiven Fußball. Aus allen Seiten kommt Stimmung. Gelbe Mannschaft kam nichts und dann das hier. Eine Chance, ein Tor. Sie sind so still, echt. Trotz nach Gegentor müssen sie doch ihre Mannschaft anheuern. Machen sie aber nicht. Oh. 1-1. Halbzeit 1-0 für die gegnerische Mannschaft. Das sind die Statistiken. Feyenoord, klar, viel besser. Aber ich denke, sie drehen das Spiel in der zweiten Hälfte. In dem Sinne, viel Spaß. Die zweite Hälfte hat gerade angefangen und Feyenoord will das Spiel drehen. Das ist der beste Mann, Orkun. Ja, ganz hinten, türkische Flagge. Orkun, sehr geil.
Trommeln gibt. Nix, es ist so still. Nur Fangesänge. In der zweiten Hälfte gab es kein Fangesang, nix, nur Stille, ehrlich, nur kurz Geschreie und das war's. Boah, was ist los? Bisschen enttäuscht? Ich merke echt, die Tribüne hinter mir, schaut mal die Leute an, die sind alle eingeschlafen. Seht ihr das? Alle eingeschlafen. Noch 10 Minuten plus Nachspielzeit, dann ist es vorbei. Merkt ihr das? Diese Tribüne ist eingeschlafen. Wirklich keine Stimmung, nix. Dieser Torwart ist eine Mauer. Oh mein Gott, 1 gegen 1. Das Déjà-vu. In 3 Minuten ist vorbei. Sehr unterhaltsames Spiel, aber stimmungstot. Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil Kane schon Meister geworden ist. Aber trotzdem, in der zweiten Hälfte kam keine Stimmung, kein Fangesang, nichts. Das ist brutal. Gesplot macht einfach mehr Stimmung. Endlich der 89. Minute. Endlich. Oh mein Gott. Oder Zeit. Einfach unglücklich heute. Einfach sehr unglücklich. Come on, Bro. Was ist das, Mann? Fertig, 1-0 für Vitesse. Rotterdam war besser, aber Vitesse war effizienter. Da ist die Meisterschale. Ganz ehrlich, das ist heute ein sehr komisches Stadionerlebnis. Wenig Stimmung. Irgendwie hat gar nichts gepasst. Ich hoffe, das war nur heute so. Ja, geil. Ist in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns, wenn wir uns wiedersehen. Ciao. Das war's mit dem Stadion-Vlogs für die nächsten 3 bis 4 Monate. Habt ihr Vorschläge, was ich in der Zeit machen kann?